Was geht? Yo, was geht, Leute? Herzlich willkommen bei... Ist das schlecht? Warte, nochmal. Herzlich willkommen, Leute, bei Division. Wir machen jetzt weiter mit... Division. Ist das dein Ernst jetzt, Alter? Wir machen eine ordentliche Ansage jetzt hier. Komm, dritter Versuch. Okay. Wie sagst du das denn immer? Sag du einfach, wie du denkst. Ach so. So Leute, wir machen jetzt weiter mit Division. Mit am Start ist Marcel, alias der Sorbus. Ja, das ist so schlecht, Alter, aber wir lassen das jetzt einfach so drin. Was geht? Ich bin im Boden reingefallen. Ernsthaft? Ich falle und falle die ganze Zeit. Was ist denn das jetzt? Du bist unter mir, Junge. Ich bin angekommen. Wo bist du angekommen? Ich stolper die ganze Zeit. Was ist denn jetzt los? Jetzt bist du oben wieder und tot, kann das sein? Wo bist du denn? Ich bin tot. Kannst du spawnen? Warte. Da vorne bist du. Da bist du wieder. Oh Gott, das Spiel ist so scheiße. Nee, Quatsch, aber was war das denn für ein Bug jetzt? Keine Ahnung. Alter Schwede. Ey, ohne Scheiß. Ihr seht schon, also okay, das liegt nicht mal an uns, was ich sagen wollte. Wo warst du stehen geblieben? keine Ahnung. Schon was wieder? Der Boden ist... Wo bist du denn lang gelatscht? Vielleicht fall ich auch runter. Hui. Der kriegt sich gar nicht mehr ein. Ihr stolpert die ganze Zeit. Bist du über die gleichen Stellen wieder gelatscht, oder was? Ja. Vielleicht ist der Boden einfach undicht dort. Ach du Scheiße, wir kommen nicht mal dazu, irgendwas aufzunehmen. Scheiße, Alter. Was geht? Alles under control. Auch boah, schon wieder ein Headshot. Jack Chan Film, ne? Under control? Ja. Finde ich eigentlich ganz geil, ey. Oder Who Am I, so hieß doch der Film, ne? Ja. Der war auch geil. Gib mir den Jadebunde. Ich komme immer an, wenn es vorbei ist. Aber nochmal. So wie in real life. Mach nochmal Dings. Was denn? Jadebuddel. Gib mir den Jadebuddel. So scheiße. Welcher Jackie Chan Film, Leute? Welcher Jackie Chan Film? Jackie Chan ist schon der krasseste, ey. Ist einfach der allerkrasseste. Von klein aus immer geguckt, wenn ich durfte, damals. Vor allem damals noch auf VHS-Kassette aufgenommen, Alter. Ja. Ohne Scheiß, jeden Film, Alter. Mach nochmal den Buddha, Alter. Ohne Scheiß, das hätte ich voll gehört. Gib mir den Jadebuddha. So geil, Alter. Wie bist du davon drauf gekommen, sag mal? Ohne Scheiß jetzt. Ich weiß nicht. Kam einfach so aus dem Nichts plötzlich. Ich hab mich nur so ein Jackie Chan so ein Ende habe dann diese eine Szene. Das war die geilste Szene im Film. Ne? Nur noch drei Szene im Maul so. Ja. Danke. Scheiße. Ich habe lange nicht mehr so viel Anstand erlebt. Ich muss so heftig lachen, deswegen. Ich kann das nicht mal. Gib mir den Jadebuddha. Ich kann das nicht. Gib mir den Jadebuddha. Nee, ich kann das nicht. Siehst du, das ist scheiße bei mir. Ich muss mich so richtig reinversetzen, als ich nur noch drei Zähne im Mund habe, Alter.
sich in die Rolle hineindenken. Gib mir den Jadebuddel. Nee, ich kann das nicht so. Man hört sich scheiße Gib an. Gib mir den Jadebuddel. So dumm, oder was? Ich hab keine Ahnung, man. Vielleicht unten im Hof gewesen oder so. Ja, wahrscheinlich, ne? Gib mir den Jadebuddel. Was geht? Etwas Blaues gedroppt bei mir. Aber keine Scheiße, Mann. Doch, ohne Scheiß. Bei mir hat er gar nichts gedroppt. Risikomaske. Mieser Glückspilz, du. Da fällt mir direkt ein Lied ein. Ja. Soll ich mal singen? Ja, mach doch. Schick Marcel ein Engel, er kann nicht mehr. Schick Marcel ein Engel, es ist viel hey, zu schwer. Komm und gib ihm Kraft und zustehen. Diese engelsgleiche... Er ist verloren, gar nicht. Was? Diese engelsgleiche Stimme. Ja, ne? Aber das war jetzt nicht ernst gesungen. Natürlich habe ich eine viel sexiest Stimme. Auf jeden Fall. Soll ich mal ernst singen? Nein, bitte nicht. Ich hab jetzt voll den Ohrwurm, Alter. Von Schick mir einen Engel. Boah, miese Grass Plantage, Alter, boah. Smoke weed every day. Geil, Mann. Scheiße, Mann. Das war nicht mal abgesprochen, krass. Ja, ne? Wovon hast du jetzt eigentlich einen Ohrwurm? Was? Wovon hast du eigentlich einen Ohrwurm? Ja, von Dingens. Von Broses? Das ist von Overgrown, du hast ja gar keine Ahnung. Oder Overgrown meine ich, ist ja beides das Gleiche. Was ist los? Ist doch beides das Gleiche. Nein. Schick mir einen Engel, ich kann nicht mehr. Spaß. Das ist dein ernstes Sing? Hä? Das ist also, wenn du ernst singst, ja? Nein. Unnormal. Geil. Das war halb ernst. Was geht? Wenn ich schnell gehe, oder wenn ich renne sogar, brauche ich glaube ich 20 Sekunden zu dir. Ja, ja. Kommt hin, ne? Ja, wenn du Usain Bolt bist, auf jeden Fall. Hallo, ich bin Michael J. White. Na, jetzt bist du nur Steve. Oder Justin Bieber. Aber Justin Bieber ist auch heiß begehrt bei den Frauen. Ja, bei 12-jährigen Mädchen. Hast du dir mal die ganzen 12-jährigen Mädchen mal angeguckt heutzutage, wie die aussehen? Ja, das ist schon ja. Ganz schön schlimm. Alter, bloß auf, Alter. Die sehen gar nicht mehr aus wie Kinder. Damals war das noch so die Ausnahme, weißt du, eine von 12 Mädchen sah... bisschen reifer aus, sag ich mal. Ja, ne? Und dann ist man immer so durch die Gänge gegangen, so. Durch Stühlgänge und Tischgänge, so. Und dann hat man immer so von denen geguckt, ob die schon Tanga tragen und so. Einer hat's gemacht. Ein Junge dann aus der Klasse hat's gesehen, direkt weitergesagt, ey, check die mal ab. Auf jeden Fall einer aus meiner Klasse, ne? Boah, aus meiner alten Gesamtschule. Die war unnormal. Das Hoe-like, ey. Echt? Ja, was da für Gerüchte rumgegangen sind, ne? Dass sie zum Beispiel einen Ventilator genommen hat und das zwischen ihren Beine geklemmt hat oder so. Diese Mini-Ventilator, weißt du, was ich meine? Warum das denn? Diese batteriebetriebenen Dinger. Ach so. Hä? Und dann war sie einmal so krass, wir hatten einmal so einen Elternabend oder sowas, ne? Da waren halt die ganzen Eltern eingeladen, da waren halt noch andere Kinder halt, ne, die auch dabei waren. Und dann war da so ein Klettergerüst
Und ich denke mir so, ja, ich gehe mal dahin zu meinen Freunden. Auf einmal steht die da und zieht ihr Shirt hoch und hat kein BH unter, drunter. Hä? Ja. Echt? Und hat ihre Titten so gezeigt. Wie alt war die denn? Ich war, glaube ich, in der 7. Klasse. Alter, Jackpot, ja. Ach, die kleinen Dinger. Echt? Ja, Mann. Heutzutage geht's ja krass schnell. Ja, ist ja klar, weil die schon mit 13 anfangen, die Pille zu nehmen. Was ja einfach nur Hormone sind, so. Ja, ne? Das ist, als wenn du dir als Junge Testo ballerst oder sowas. Also, nicht vielleicht 100% das gleiche, aber ist ja klar, in der Pille sind ja voll viele Hormone und so weiter. Ja, das stimmt. Was passiert eigentlich, wenn ein Mann so Hormone nimmt? Bekommt ihr dann Titten? Weibliche Hormone? Ja. Ja, kann passieren. Aber hier, so Pille, das sind doch auch weibliche Hormone oder sind das männliche Hormone? Pille sind sicherlich weibliche Hormone. Keine Ahnung. Wenn das weibliche Hormone sind, wieso können die dadurch nicht schwanger werden? Dann sind die doch ein bisschen mehr Mann oder nicht, hab ich schon gehört. Ja, nee, eher andersrum. Die kriegen ja dadurch größere Titten und alles drum und dran. Ich hab keine Ahnung, Mann, woher soll ich das wissen, Alter? Wir haben ja ein paar Weibers unter den Zuschauern, die können das schreiben. Ja, hoffentlich nicht. Ist jetzt nicht unbedingt ein Thema für die Kommentare, wenn ich da teilweise da lese, was da für Scheiße geschrieben wird. Ich hab kaum Munition mehr, ich brauch nur Mädchen. Aber die erste nackte Frau, die ich in echten Leben gesehen habe, da war ich auch, wie war ich da? Ich glaube 13 oder 14, ich war 14, glaube ich. Mhm. Und es war irgendeine, die auf Crack war oder sonst was. Sie war auf jeden Fall auf Droge. Ich laufe da mit so einem Kumpel da lang. Auf so einem Hinterhof-Spielzeugplatz, wo halt Jugendliche abgehangen haben. Ja. Und plötzlich läuft da eine vorbei. Die ist einfach komplett splitternackt. Richtig verballert läuft die einfach an uns vorbei. Boah, das, was wir sonst in Videos gesehen haben. Also gehört haben und so Bilder gehört haben. In Geschichten. Wir gucken da so, boah, ich konnte es gar nicht fassen, so. Richtig gut sah die auch noch aus. Und dann kam irgendwie ein Freund oder sonst was hinterher. Habt ihr die gesehen? Die läuft hier nackt durch die Gegend. Wie so, nein, 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 natürlich nicht. Der war irgendwie, keine Ahnung, Anfang 20. Ich dachte, verkloppt mich direkt dazu. Weil wir geklotzt haben und so, weißt du. Hat der eine Glatze gehabt? Nee, nein, keine Glatze, keine Ahnung. Ach, auf jeden Fall, ja, so, habt ihr diese gesehen? Nein, nein, habt ihr die angeguckt? Nein, nein, wir nicht. Die ist bestimmt da hinten lang und so. Vielleicht war ich schon, als ich meine erste nackte Frau gesehen habe. Ich weiß das gar nicht mehr. Direkt eine 14-Jährige vernascht. Nee, so war ich nicht. Ich muss sagen, als ich jünger war, hatte ich irgendwie ein bisschen Schiss irgendwie so. Jeder hat Schiss. Ich hatte auch nur mal Schiss, ey, das erste Mal. Ich direkt Schläge kriege zu Hause. Wenn du mit 12 sagst, Mama, ich werde Vater. Ich glaube, du kriegst das Todesschläge, ey. Auf jeden Fall. Naja, manche nicht, aber ich hätte auf jeden Fall das Todesschläge bekommen. Und dann sagst du einfach nur, it's a prank, it's a prank. Und dann sagst du, ja, es war ein soziales Experiment. Ja, ne, alle glaubst direkt. Na, natürlich. Beim nächsten Video direkt vergessen, so. Direkt vergessen, ja, du bist der Beste. Was geht? Boah, kennst du das Gefühl, wenn du voll Bauchschmerzen hast und das Gefühl hast, du musst ohne mal furzen, aber du hast Angst zu furzen, dass du dir hinter in die Hosen schaust? Heute bei der Arbeit, ich hab gedacht, ich sterbe, warte. Ich hatte so unnormal Bauchschmerzen. Ich hab gedacht, wenn ich jetzt furze, dann scheiße mir in die Hosen. Und ich kann, da gibt's zwar Toiletten und so, ne, aber ich kann irgendwie nicht so außerhalb von zu Hause irgendwie. Ich bin ein richtiger Heimscheißer oder so. Ich wollte gerade sagen, oder?
Was geht? Oh, dann hast du mich jetzt gerade gespoilert. Nee, hab ich nicht. Es ist mehr als abstechen, das weiß ich jetzt. Ja, es ist mehr als abstechen. Es kann ja auch abstechen und dann anspucken sein, es kann abstechen und streicheln sein. Es kann abstechen und dann nur meinen Arsch bumsen sein, kann alles sein. Aber in den Arsch bumsen ist doch auch irgendwie sowas wie stechen. Ich weiß nicht. Kannst ja dann berichten beim nächsten Mal, ob du nochmal ran durftest bei ihr. Ich kann es ja mal gleich versuchen. Kannst ja mal das Mikro anlassen. Warte, ist das dann so Hidden Camera Video? Amateur Anal Sex Amateur oder sowas? Amateur Surprise Butt Sex. Surprise. Whoops, auszusehen, falsches Loch so. Apropos Surprise Butt Sex, ich hab mal so ein Video gesehen, das war richtig schlecht, ne? Du kennst das wahrscheinlich. Da ist so eine Frau, so sitzt so in so ein, in so eine Bar, ne? Auf so einen Hocker. Und die hat keine Unterhose. Und dann kommt so ein Typ und fixt sie eiskalt in den Arsch. Hä? Was ist das denn? Kennst du das nicht? Nein, ja, kenn ich nicht. Die sitzt da einfach so auf dem Hocker, ne? Da sind so ein Typ, der guckt sie ganz an. Sag mal, geht er da hin und zieht ihr Rock hoch und fickt sie in den Arsch. Was ist das denn, Alter? Was guckst gib du einfach, an? Gib einfach mal ein, Surprise Anal. Dann siehst du das. Du bist so bescheuert, Alter. Was geht? Nichts Besonderes. Ich bin nicht so Glückspilz wie du. Mr. 18 schon. Nenn mich C18. Sie betreten jetzt kontaminiertes Gebiet. Warte mal, C18 war doch... Aus Dragon Ball. Ja, aber war das der Typ? Ja, oder? Nee, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube nämlich nicht. Dann nehme ich C17. Alles klar, du wirst gebumst von Krillin. Ah! Das kontaminierte Gebiet. Du wirst gebumst von Krillin. Was geht? Weißt du, wie du aussiehst? Wie der aus... wie hieß der Film mit Liam Neeson im Flugzeug? Warte, wie hieß der nochmal? Der schwarze... Oder? Was? Und Nonstop, oder? Nonstop? Du siehst aus wie der schwarze Computer-Spezialist. Du hast gerade den Film gespoilert. Das habt ihr nicht gehört. Tja, ich hab's nicht getan. Das muss ich vielleicht rausschneiden. Nicht weiter, du hast... Ist egal. Lass es einfach. Vielleicht denke ich dran, wenn nicht, dann nicht. Aber pro Soldatenfilm. Ich habe einmal, schon vor lange her, mal einen richtig geilen Soldatenfilm geguckt, ne? Das war jetzt auch nicht wirklich ein Soldatenfilm, sondern da war so ein Typ. So ein, ich glaube, das war so ein okay, ehemaliger folgendes. Captain oder sowas. Sie sind jetzt am Waffendepot. Sobald Sie die Tür eintreten, sind Sie auf sich allein gestellt, bis ich Verstärkung schicken kann. Also passen Sie gut auf, denn es wird ziemlich heiß hergehen. Auf jeden Fall. Der war halt mal so ein Captain und durch irgendeinen so Vorfall, weil er, glaube ich, den ganzen Soldaten gefährdet hat, musste er ins Gefängnis gehen, ne? Ja. Und im Gefängnis haben die Leute ihn dann so respektiert. Da war halt dieser Gefängniswärter, der Oberboss von denen. Der hat ihn so krass respektiert und so. Da meinte der Typ, ja, weil der Gefängniswärter war auch irgendwie so ein Soldat, ne? Meinte, ja, ja, ich habe auch viel erlebt und so. Und dann hat der Typ gesagt, das kann nicht sein, weil so und so ist es, ne? Der hat irgendwas gezeigt irgendwie, dass wenn man so ein Abzeichen hat, dass man halt nicht wirklich viel gemacht hat im Krieg, so, dass man halt nur sozusagen zugeguckt hat, ne? Und als er das gesagt hat, wurde er halt nicht mehr so respektiert von dem Typen, wurde halt voll schlecht behandelt und so. Ich fand den Film echt geil. Alter, ich weiß, ja. Weißt du, was ich meine? Mit wem waren das? Das war so ein älterer Typ irgendwie so. Was heißt älterer, sondern... Sag mal, der war, hatte schon seine 50 erreicht, so. Aber der Film war richtig geil, wo auch am Ende so ein Hubschrauber kam und alles. Spoiler doch nicht direkt immer alles.
Du bist so ein Fisch, Alter. Dafür müsstest du eigentlich wirklich eine Schelle kassieren. Ja, ist voll der krasse Film. Hier sind Elektroteile oder sowas. Ne, Waffenteile. Was geht? Der Nussknacker. Ich bin oben lang, ne? Ja, ich bin direkt hinter Kiste. Dir, du Fisch. Du bist so blind, Alter. Ach ja, liegt er an deinem Briefmarkenfernseher. Ey, ich hab. Man muss dazu sagen, er hat ungefähr einen 20 Zoll Fernseher. Ey, was willst du? Ich hab einen 32 Zoll Fernseher. Was hast du letztens noch gesagt? Er ist nicht mal HD? Der hat nicht mal Full HD. Full HD, nicht mal Full HD, Alter. Aber der hat HD ready. Alter, krass. Krass, sicker Scheiße. Willkommen im Jahr 2007. Ey, ich hab im Internet geguckt, ne? Dafür kriegst du noch 250 Euro. Nein, niemals. Klar. Nein, niemals. Warte, ich bin Gegner. Niemals. Ich hab vorhin in einem. Wo sind denn die anderen Kisten, die man hier gerade gesehen hat auf der Map? Oben lang irgendwie. Ja, muss man einmal komplett rumlatschen, ne? Ich hab vorhin in einem Online-Warenhaus geguckt. Obwohl doch, wenn ihr da einkaufen geht, geht dann über meinen Raffling und in der Videobeschreibung. Spaß. Da gibt es aktuelle Angebote, weil ich mir selber nochmal einen neuen Fernseher holen will. Echt? Kannst du mir deinen angeben? Kannst mir mal einen lutschen? Ne, Quatsch. Boah, übel verbrannt hier. Ne, was ich sagen wollte, ich glaube 55 Zoll Full HD. 55 Zoll. Nagelneu 450 Euro. Und du willst mir sagen, von Samsung übrigens, und du willst mir sagen, für deine Blechbüchse kriegst du nur 250 Gebrauch? Niemals. Ja. 25 Euro, vielleicht hast du die Null hinten dran gehängt. Ich würde dir nicht mal 25 geben. Ich hab den aber mit Liebe behandelt. Weißt du, wie lange ich den schon hab? Mit Liebe? Ja, weil du die ganze Zeit Gay-Pornos guckst da drauf. Das verstehst du unter Liebe. Was geht? Ich dachte, wir trennen uns. Es gibt doch nur noch einen Weg. Warum sollen wir uns dann jetzt noch trennen? Ja, genau das denke ich mir auch gerade, Alter. Dieses Kenny habe ich ihm übrigens gegeben in wie sagt man, als Hommage an Hodor aus Game of Thrones. Und jeder, der den kennt, weiß Bescheid, so, was ich damit meine. Ja, dass er einen Penis hat. Ja. Leute, also worüber rede ich die ganze Zeit? Dass er mit Bill Ringe einkaufen geht, dass er gut bei Boys einkommt. Was erwähnt er als erstes bei Hodor? Sein Penis. Alles klar, Junge, selbst gedisst. Aber wenn man schon so ein Riesending hat, kann man auch dazu stehen. Wenn man auf Riesendinger steht, kann man auch dazu stehen, ist ja kein Problem. So. Ja, so wie du. Wir sind ja trotzdem befreundet. Hä? Was? Hä? Hä? Wollte man sagen, auch wenn du homosexuell bist, habe ich kein Problem damit. Ich bin aber nicht homosexuell. Du weißt es. Ich bin heterosexuell. Beweis es. Soll ich es beweisen? Du bist Metro, oder? Metro. Was geht? Warte, ich geb die Deckung, Mann. Jo. Okay, jetzt. Wow, ich bin down. Okay, ich komme sofort. Der ist gleich tot bei mir. Mach auf safe, Alter. Nee, ich komme. Der ist tot bei mir. Hier bei mir ist aber noch einer. Aufpassen, ne? Ich rette meinen Bruder. Du bist so schlecht, Alter. Ich meine, ich bin down gegangen, aber wie ich dich beobachtet habe, wie du versucht hast, rüberzukommen, ohne Deckung, irgendwas, das ist einfach, was, also, unfassbar. Übrigens sieht man doch, was letztes Mal angesprochen wurde, man sieht doch, wer einen getötet hat. Oder du, ach nee, du meinst, wer, ob ich den getötet habe oder du ihn. Genau, ja. Ja, du kannst dich umbringen, da kommt niemand mehr, um dich zu retten, Alter. Sieht ganz schön komisch aus. Fickst du meine Leiche gerade oder was? Der Move, Alter. Da ist einer, der schießt dich an, anstatt in Deckung zu gehen rein. Ja, ich heile mich ganz kurz, als wenn das alles retten würde.